Hallo zusammen. Oh nee, keine Sorge, es wird nicht wieder ein Ordnervideo, wo ich erkläre, welche Ordner ich benutze. Die vierte Staffel hieß Diamond and Pearl, später Platin. Also nicht nur die Serie dieser Staffel hieß so, sondern auch das Sammelkartenspiel und die TV-Serie und die Nintendo DS-Spiele. Ab der Serie wurde nämlich der Nintendo DS aktuell da. Diamond and Pearl kam in Japan 2006 raus, in Nordamerika und Europa 2007. Also die Platin-Serie kam im Jahr 2008 in Japan raus und natürlich wie immer ein Jahr später, im Jahr 2009, in Nordamerika, also Kanada, USA und in Europa. Was gab es Besonderes bei Diamond and Pearl? In Diamond and Pearl wurden neue Entwicklungen eingeführt. Es gab neue Baby-Pokémon. Pearl und Platin umfasst in Diamond and Pearl Sets nur 7, also 7, und Platin hatte nur 4. Das heißt, insgesamt hat die Serie nur 11 neue Kartenserien rausgebracht. Diamond and Pearl Sets habe ich hier drinne 4 und von den Platin Sets habe ich hier drinne 2.